Unbeschwertheit liegt über dem Tegeler See. Seine Ufer sind für französische Beamte, Militärs und deren Familien eine willkommene Abwechslung im Sommer 1945. Jeden Sonntag gönnen sich die Franzosen hier eine Auszeit, fernab vom Alltag, in dem sie sich gerade eingelebt haben. Nach 6 Jahren Krieg und über einem Jahrzehnt Nationalsozialismus liegt Berlin in Trümmern. Die Stadt ist nun zweigeteilt, in eine westliche und eine östliche Besatzungszone. In diesem Wirrwarr bekommt Frankreich eine Zone im Norden der Stadt zugewiesen. Die Sowjets sind im Osten, die Briten im Westen und die Amerikaner im Süden der Stadt. Frankreich ist jedoch keine Besatzungsmacht wie die anderen. Die beiden Erbfeinde hegen eine Rivalität, die durch 3 aufeinanderfolgende Kriege in nur 75 Jahren aufrechterhalten wird. Entgegen jeglicher Erwartungen sollte sich die militärische Besatzung zu einer bis dahin undenkbaren Annäherung entwickeln. Aus dem Mythos des Erbfeindes entwickelte sich nach und nach der Mythos des Erbfreundes, des Herzensfreundes. In einem halben Jahrhundert unter französischer Obhut wird aus Berlin die Keimzelle für die deutsch-französische Freundschaft, der Motor des Friedens und des Aufbaus von Europa. Doch zunächst ist die deutsche Hauptstadt nach der Kapitulation feindliches Gebiet. Die Franzosen besetzen die Stadtteile Reinickendorf und Wedding im Norden der Stadt. Die Berliner Bevölkerung empfindet diese Besetzung als Demütigung. Und das umso mehr, als sie die Entbehrungen der Nachkriegszeit zu spüren bekommt. Lebensmittelkarten, schlechte Wohnverhältnisse, Kälte. 14 Millionen Deutsche sind obdachlos. Eine bittere Realität, die die neuen Besatzer jedoch nicht betrifft. Wenn französische Beamte bereit sind, mit Familie und Kindern in ein verwüstetes Berlin zu gehen, erwarten sie eine großzügige Entlohnung und hervorragende Karriereaussichten. Zu Beginn lassen sich die Franzosen in einem Viertel nieder, das sie in Cité Foch umtaufen. Dort werden sie fast ein halbes Jahrhundert bleiben. Jeder wohnte hier. Das war wie ein Dorf oder eine Kleinstadt. Bis zu ihrem Abzug 1994 bewohnten Generationen von Franzosen diese Gebäude. Heute ist es ein abgelegenes und vernachlässigtes Viertel Berlins. Wir haben hier im 2. Stock links gewohnt. Mein Vater wurde als Soldat nach Berlin versetzt. Das war hier. Es war nicht schlecht. Komplett möbliert, mit Geschirr, Bettwäsche und so weiter. Trotzdem bleibt für Frankreich mit diesem bescheidenen und schlecht versorgten Sektor im Vergleich zu den anderen westlichen Besatzern nur die Rolle des Stiefkindes. Die französischen Truppen wollen jedoch ihren Siegerstatus unbedingt beweisen und machen aus der Cité Foch eine französische Kleinstadt. Das war eine Stadt in der Stadt und so wurde sie auch angelegt. Es wirkte völlig autark. Nur wenige Deutsche kamen hierher, denn man sieht ja, dass es ein wenig außerhalb liegt und an keiner Hauptverkehrsachse. Man kam über die Nebenstraßen. Nirgends gab es Geschäfte. Das französische Militär bezieht sein Lager im Viertel Napoleon. Heute nutzt die deutsche Bundeswehr die Kasernen, die im Zentrum des damaligen Sektors liegen. Mehr als irgendwo sonst bleiben die Franzosen damals hier unter sich. Wir hatten einen Passierschein als Zugang zum Kasernengelände. Damit konnten wir mit unseren Fahrrädern von der Cité Foch zum Schwimmbad fahren. Es gab ein 50-Meter-Becken und eines mit einem 10-Meter-Turm. Wir haben immer versucht, eine Menschenpyramide zu bauen, haben es aber, glaube ich, nie hinbekommen. Hier fühlten wir uns frei. Um zu verstehen, wie diese relative Unbeschwertheit zustande kommt, blicken wir zurück ins Jahr 1948. Die Spannungen zwischen Ost und West nehmen zu und die Sowjets unterbrechen sämtliche Landverbindungen nach West-Berlin. Es wird zur isolierten westlichen Insel in einem sozialistischen Land.
In August, Russia decided on a trumped-up excuse to cut off the Allied sectors of Berlin. Barges and road transports were stopped. Governments of the West did not give way. Die Westmächte richten zügig eine Luftbrücke ein, um das Überleben Westberlins zu sichern. Aus dieser ersten großen Krise im Kalten Krieg heraus entsteht ein denkwürdiger Ort für die Berliner, der Flughafen Tegel. Mittlerweile stillgelegt, erst zum Impfzentrum, dann zum Flüchtlingsdrehkreuz transformiert, fällt er durch seine einmalige Architektur und eher kleine Fläche auf. Zu Beginn der Blockade ist er ein kaum genutzter, fast vergessener Schießplatz. Um jedoch die von den Amerikanern eingerichtete Luftbrücke zu unterstützen, wird das Gelände zum Schauplatz einer unerwarteten Kooperation zwischen Franzosen und Berlinern. Die Franzosen hatten weniger Mittel als die anderen Alliierten, um die Luftbrücke zu unterstützen. Ihre Bemühungen konzentrierten sie auf den Bau des Flughafens. Die französischen Truppen rufen die Berliner dazu auf, sie mit allen verfügbaren Arbeitskräften beim Bau des dringend benötigten Flughafens zu unterstützen. Von Anfang August bis Dezember 1948 arbeiteten damals 19.000 Menschen rund um die Uhr. In nur 3 Monaten baute man den damals modernsten Flughafen Europas, der mit 2,4 Kilometern eine der längsten Landebahnen hatte. Kaum fertiggestellt, empfängt Tegel amerikanische und britische Großraumflugzeuge und damit täglich bis zu 11.000 Tonnen Versorgungsgüter. Der Bau von Tegel hat etwas in der Wahrnehmung der Franzosen verändert. Viele haben Hand in Hand mit den Deutschen gearbeitet. Es kam zu einer sehr engen Zusammenarbeit, eine der ersten großen deutsch-französischen Kooperationen der Nachkriegszeit. Dank Tegel erobern die Franzosen die Herzen der Berliner. Die Berlin-Krise 1948 veränderte den Blick auf die Franzosen. Denn sie waren nicht nur mit den anderen Alliierten solidarisch, sondern auch mit den Berlinern. Aus einer Besatzungsmacht wurde eine Schutzmacht. Im Mai 1949 heben die Sowjets die Blockade auf. Das Ende der Luftbrücke ist besiegelt. Jedoch verschärfen sich durch den Bau der Mauer 1961 die Spannungen zwischen Ost und West erneut. Berlin wird zu einem Spionagenest, in dem sich zwei Seiten bekämpfen. Doch die Spaltung Europas hindert die noch junge deutsch-französische Verbrüderung nicht daran, sich zu entfalten. Anders als andere Besatzer setzt Frankreich nicht auf die Demonstration militärischer Stärke. Mit wenigen Mitteln, aber einer Fülle von Ideen, entwickelt es sich zu einer avantgardistischen, blau-weiß-roten Softpower, die versucht, die Köpfe der Menschen zu entnazifizieren. Diese Offensive geschieht unter anderem über das französische Gymnasium, eine ehrwürdige Institution Berlins. Seit 1973 legen Schüler im Gebäude auf der Derfflinger Straße ihr Abitur ab. Ich war sehr lang nicht mehr hier. Wow! Ich saß ganz hinten, hier in der letzten Reihe. Ich war nicht so ein braver Schüler. Ich habe oft gequatscht im Unterricht und mit Freunden. Zwar sind die Gebäude heute andere, jedoch ist das französische Gymnasium in Berlin das älteste weltweit. Boris Dietrichs hat hier in den 1990er Jahren sein Abitur absolviert. Mein Vater war ja zunächst mit einer französischen Frau verheiratet. Und ich habe 2 ältere Halbbrüder, die sind sozusagen halb Franzosen. Und deshalb sind wir alle auf die gleiche Schule gegangen. Also weil meine Brüder sind hier aufs Lycée Français gegangen. Natürlich, weil sie auch halb Franzosen sind. Aber wir als Deutsche konnten auch auf die Schule kommen, um gleich Französisch zu lernen. Und wir sind sehr früh sozusagen auf diese Schule gekommen und wir haben auch gleich gemerkt, so die Atmosphäre, der Flair ist ein anderer. Also es war schon natürlich sehr streng. Es gab ja auch die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer waren aus Frankreich, die natürlich ein anderes
Erziehungssystem pflegen. Und also es gab Momente, gab sogar Lehrerinnen und Lehrer, wo wir aufgestanden sind, als sie in die Klasse kamen und uns sozusagen dann erst wieder hingesetzt haben, wenn der Lehrer gesagt hat, bitte setzt euch. Bonjour, Monsieur. Sowas kannten wir auch aus der deutschen Schule gar nicht. Als die Franzosen 1952 erstmals deutsche Schüler aufnehmen, brechen sie mit der Regel, die besagt, dass Alliierte nicht mit Deutschen sympathisieren dürfen. Ich glaube, die Schule konnte auch dazu beitragen, dass in den 50er, 60er Jahren diese Reconciliation, diese Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich stattfinden konnte und einfach ein Verständnis da war und ganz normal deutsche und französische Kinder zusammen hier gelernt haben. Hier ist Souvenir. Ein anderer Teil dieser Kulturpolitik spielt sich auf der großen Leinwand ab. Die Franzosen eröffnen auch ihre eigenen Kinos, wie das im deutsch-französischen Kulturzentrum im Wedding. Hier mischen sich Berliner Arbeiter und französische Soldaten bei ausverkauften Vorstellungen. Hier durften auch Deutsche herkommen. Ein großer Unterschied verglichen mit anderen Kulturzentren. Die Franzosen sind für eine Annäherung an die Berliner. Ein politischer Wille auf höchster Ebene gelebt. Das Zentrum gibt es seit 1961. Und 1963 wurde der Élysée-Vertrag geschlossen und dadurch das deutsch-französische Jugendwerk gegründet. Seitdem haben beide Regierungen Geld und Mittel zur Verfügung gestellt. Diese Partnerschaft ist ein Erfolg. Die Berliner sind begeistert vom französischen Unterhaltungsangebot. Hier liefen viele französische und auch deutsche Filme, zum Beispiel Außer Atem oder auch Unter den Dächern von Paris. 1980 jedoch steht Berlin Kopf. Die Berliner verlieben sich in eine kleine Französin. Das war La Boom in den 80er Jahren. Der Film war extrem erfolgreich und ist bis heute sehr bekannt in Deutschland. Es geht um Feten, um Beziehungen zwischen Jungs und Mädchen. Diese Art Film verbinden wir alle mit Frankreich. Die deutsch-französische Freundschaft wird zur Normalität. Als die Mauer fällt, verlassen die Franzosen nach fast 45 Jahren Besatzung die Stadt. Für die Berliner ein emotionaler Abschied. Wenn ich noch an die Abschiedsplakate 94 denke und an das große Fest, an dem Charles Aznavour in Berlin gespielt hat, da hieß es Adieu les amis. Alle, auch Deutsche, sagten les amis. In einer von der Geschichte gezeichneten Stadt scheint diese Verbrüderung wie ein Wunder. Sie wird zum Fundament des dauerhaften Friedens und zum Motor der europäischen Einigung. Auch wenn die Symbole dieser unverhofften Aussöhnung heute ihre Bedeutung verloren haben, ist die friedliche Verständigung unter guten Nachbarn für uns zum Alltag geworden.